In der letzten Folge war es sehr aufwirbelnd. Also nochmal kurz, da ist unser Tantchen. Die haben wir wiedergefunden. Und heute machen wir einfach mal weiter. So, was haben wir denn noch so für Quests? Der Spion aus Teleme, dazu müssen wir nach San Mateus. Also, einen Reisestein aufsuchen, der dürfte ja hier im Dorf direkt sein. Ich sag mal Reisestein, das klingt ja, das ist ein Stein, damit kann man reisen, das ist ein Reisestein. Und dann machen wir quer hier rüber. Genau, das hier ist dann das andere Hauptquest, wir wollen aber dieses Nebenquest erstmal machen. Und da gehen wir zu Desades Wohnsitz. Sind wir hier angekommen? Das könnte ich ja auch. Ah. Seht ihr das? Mit Afra kann man sprechen. Vermutlich ist das auch ein Quest. Das werden wir später mal machen. Wir werden ja erstmal die Reise so fortsetzen. Wen nehmen wir denn jetzt so mit? Wir lassen es bei den beiden, ne? Ja, wir lassen es bei den beiden. Wir nehmen die beiden mit und auf geht's. In the conflict between the Nords and the Ordo Luminis, we spoke to a superior on the port. We could go find him. Yes, I remember Fernando. Let's go and see him. Wir sollen also mit Fernando sprechen. Hier hinten rum, dahin. Mal sehen, ob dieser Weg so jetzt ausgereicht hat, wie ich ihn gerade gezeigt habe, ob ich ihn direkt auch wieder finde. Da war eine Kiste. Wer weiß, für was man das ganze Gold noch gebrauchen können. Ich könnte ja sagen, wenn ihr eine Kiste seht, dann schreit, aber das werde ich wohl nicht hören. Ein schöner Turm. So, hier muss er doch schon sein. Genau, hier drin war doch dieser. Fernando. Da ist er doch schon. Good day, Desade. How can I help you? Wir sind wieder bei dem Thema Alba. We're looking for a young Nord named Alba on behalf of the Admiral. I've heard about her. Several crew members told me that one of our own was looking to leave the island. You should ask them if you want to learn more. They should be near the boarding area. But me? I've not seen her. More questions? Thanks. I've got everything I need. Mehr hat er nicht zu sagen, nur wo man ne vielleicht finden können. Also werden wir mal zum Hafenbereich gehen. Mal sehen, ob wir dort jemanden finden können. Und hoffen, dass wir hier auch rumlaufen dürfen. Es war noch hier hinten, ne? Wo lag ich doch richtig? Hier hinten und dann gehen wir mal noch ein bisschen hier auch nach links. Und dann schauen wir mal, wie jemand mit jemandem sprechen können. Hier ist jemand. Hallo. Ich spreche es mit dem nautischen Ausguck. Your Excellency. What fair wind brings you here? Welcher gute Wind hat mich wohl hergeweht? Alba natürlich. We're looking for a young Nord who arrived from New Serene a short time ago. Her name is Alba. Yes, I remember her well. The poor child wanted to flee her father. He wanted to take her back to the convent. She asked me when our ship was leaving and if I thought we could take her on board. I told her she better talk to the captain. But we weren't leaving right away in any case. So she left. You say she was fleeing her father? Yes, that's what she said. He followed her here to take her back to Teleme. Poor child. Did she tell you what his name was? Yes. She told me that if a certain gentleman, Lorenz? That's it, Lorenz. If he was asking after her, I should send him packing. Surely it was a fake excuse. We're looking for her for espionage and treason. Really? Yet she seems sincere. Treason? I can't believe it.
Also die Alba gibt an, vor ihrem Vater zu fliehen. Aber wir kommen ja eigentlich wegen dem Verdacht der Spionage. So, ob die weiß, wo wir den Vater finden können, falls es der Vater ist. If her father is actually here, do you have any idea where we might find him? Well, at one point I asked her why she was not waiting at the tavern for a ship to leave. She told me she could not go to the tavern. So maybe that's where you'll find him. I must leave you. Damit haben wir doch schon wieder ein bisschen was herausgefunden. Wir sollen nun in die Schenke gehen. Da Alba nicht in die Schenke möchte, weil sie wahrscheinlich Angst hat, dort gefunden zu werden, ist ja die Vermutung nahe, dass der Vater dort ist. Ich wundere, wenn ich so plötzlich hier mal umdrehe, das liegt daran, dass ich dann im Augenwinkel eine Kiste gesehen habe und die natürlich öffnen möchte. Und wieder einmal führt mich der Weg nun in eine Schenke. Im Spiel gehe ich immer von Schenke zu Schenke. Müsste ja gleich hier vorne sein. Die sehen ja auch, die Gebäude sehen ja alle gleich aus. Also nicht von außen, aber von innen ist das ja alles schon sehr... Hier, schaut euch das an. Tische stehen hier mal ein kleines bisschen anders, aber ansonsten ist das schon... Alles irgendwie immer im gleichen System. Finde Albers Vater in der Schenke. So, wer könnte hier der Vater sein? So wird persönlich. Na. Ein Arbeiter? Ob das wirklich ein Arbeiter ist? Er bleibt ein Naute, ne? Und ich vorstellen, dass es ein Naute ist. Ach, wir sprechen mal mit dem Arbeiter. May the Enlightened always keep you in his divine blessing. Auch nicht. Dem kann ich nicht. Can I get you anything? No, thank you. I'm fine. Okay, das war ein kurzes Gespräch. Mit dir kann ich auch nicht reden. Mit dir kann ich nicht reden. Good day. Okay, das sind Arbeiter. Okay, dann spreche ich immer mit dem. Ich hätte gedacht, das ist ein Auto. Dem kann ich auch nicht. Darf ich ja mit jemandem reden? Doch, der Passant hier. Greetings. May the word of St. Matthias guide you. May the Enlightened bless you. Have a nice day, sir. Okay. Das war jetzt nichts. Aber das heißt ja nichts. Ich hab doch alle erwischt, oder? Gibt's ja noch jemanden, mit dem ich nicht gesprochen habe? Gehen wir mal nach unten, vielleicht hält er sich hier unten auf. Aber hier scheint das ja auch noch alles Schenke zu sein. Wen haben wir denn so? Ein Adliger? Is it you? Your Excellency de Sade? It is an honor to have you here in our city. Okay. Du auch nicht? Greetings. How are you? Greetings. May the Enlightened always keep you in his divine blessing. Viele Leute, aber keiner korrekt. Sprich ein Bürger von Telemi. Good day. Auch nicht. Bist du für einer? Eine ist es. So eine Frau. Greetings. Have a nice day. Doch der Säufer hier hinten. Greetings. May the word of St. Matthias guide you. Finden wir den Vater hier drin? Feast for the eyes, ladies and gentlemen, and it's free. Come and see me as soon as you have made your choice. Is it you? Your Excellency de Sade? It is an... Greetings! Immer die gleichen Antworten. Nee, das bestimmt nicht. Der auch nicht. May the Enlightened always keep you in his divine blessing. So viel ist dann auch nicht mehr. Nee, ich werde dann schon wieder hochgehen müssen. Ich sollte mal ins Questbuch schauen. Finde Albers Vater an der Schenke. Vielleicht sollte ich einfach mal auf dieses Zeichen achten, was davor ist. Das ist ja ein Mond.
Dann kann es nämlich durchaus sein, dass der Mond mir dort ein Zeichen geben will, das ich nicht geachtet habe. Ihr habt euch wahrscheinlich schon gedacht, was macht der Kerl hier die ganze Zeit? Da ist doch ein Mond davor. Und es sieht noch nicht nach Mond aus. Dann werden wir den Mond einmal aufgehen lassen. Ich glaube, bis dahin ist es noch ein Stück. Also legen wir uns einfach mal kurz hin. Gleich wieder vor den Kamin. Die Kiste können wir dann aufmachen. So, wir wollen jetzt hier bis in die Nacht. Jetzt ist es dunkel, jetzt haben wir Nacht. Hier die Kiste wollen wir noch aufmachen. Und jetzt geht es wieder in die Groschenschenke. Dann sollten wir nun den Vater finden. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ei, wer steht denn hier? Hello. Are you Master Lorenz? Indeed, sir. What do you want from me? My name is Desardé. I'm the legate of the merchant congregation, and I have a few questions for you. Einige Fragen. Ich kann nur eine auswählen, zwar die Tochter, also. Einige Fragen? We're looking for a young Nort called Alba. We were told that you're her father. Alba, what a stupid name. Her real name is Clara. And yes, she is my daughter, although she chose to deny me. Have you seen her recently? Alas, no. Otherwise, I would have brought that little idiot back to Teleme. Why did she have to leave? What madness could make her leave the convent to go to sea? Your daughter is accused of espionage and treason by the Nauts. Do you think she could be guilty? Espionage? I can't believe it. But treason, how can it be denied? She rejected her country, her faith, and her family by getting on that ship. But I will soon bring her back on the right path. I hired a sleuth from the Ordo Luminis. Jetzt werden es wirklich nach und nach Fragen, ne? Tell me more about this sleuth. Some inquisitors are specialists in hunting criminals, or heretics, or young scatterbrains. That's certainly the case with this Johannes. He will bring her back to me, and she will return to the convent in Teleme. Do you know where we could find him? Maybe he could help us. His last message was about a missionary camp where he had followed her near Wench... something or other. I'm sorry, I can't remember those island names. Thank you, sir. If you find her, bring her back to me. She will no longer have the chance to betray anyone at the convent. I hope we're done. I'll leave you, sir. He talks about Wenshavi, the village of Katasach. There is a mineshaker's camp nearby. Shall we go there? Die wusste natürlich sofort, um welches Dorf es sich handelt. Und nun sollen wir wieder raus. Die Reise geht also weiter. Wir müssen jetzt diesen Spitzel finden, den der Vater angeheuert hat, um diese Clara, wie sie ja nun wirklich heißt, heißt ja gar nicht Alba, zu finden. Aber bisher passen die Aussagen schon, dass sie vielleicht schon geflohen ist vor dem Kloster. Dann schauen wir mal nach. Jetzt geht's nach Venchaganar. Direkt auf die Weststraße. Kurz im Lager vorbeischauen, dann gehen wir gleich wieder raus. Wir nutzen die Nacht aus, direkt durchreisen. Haben wir es wieder morgen? Kommen wir früher morgen an? Oder noch mitten in der Nacht? Es sieht noch dunkel aus. Wir sind jetzt hier und hier sollen wir den Spitzel finden. Okay. Also direkt mal abbiegen. Da steht ja jemand. Finde den Spitzel. Gehen wir mal hier hoch. Get down and listen. It seems to me that it's our sleuth. Wo soll das Gespräch sein? Ach, dort.
spionieren. Let me go. I've done nothing wrong. Speak, if you want me to release you. Where is she? I don't know. I'm thirsty. Give me water. You will have nothing until you tell me something. Have mercy. I'm dying. I don't care. If you die, I will just question another one like you. Talk! Where is the girl? I recognize this sleuth from the Ordo Luminis. It's Johannes. He's obviously still looking for Alba. He's questioning this man to find out where she is. That monster is Hey! Who goes there? Who are you? And what are you doing here? Are you spying on me? My name is Desarde. I'm the legate of the congregation. And I was sent to find a young Nort, Alba. That dirty little eel slipped through my fingers. But this savage will soon tell me where to find her. Ich könnte jetzt ihm befehlen, den Gefangenen freizulassen. Dann würde er mich sehr wahrscheinlich angreifen. Ihm bitten, die Suche abzubrechen. Ich glaube nicht, dass der sich bitten lässt. Aber ich lasse einfach mal dem Petrus sprechen, weil er ist ja auch einer von den Erleuchteten. I see you folks at the Ordo Luminis are as subtle as ever. Why politely ask when we can resort to torture, Only missionaries believe that these savages would help us without encouragement. But why are you concerned by my methods if you're looking for this young woman too? I do not like the idea of leaving a trail of blood behind, Johannes. The case that sends us here far exceeds your petty mission. So you'd better leave. I made a commitment to find this young woman and bring her back to her father. I will not give up so easily. I have been promised a substantial amount of money. And I care about my reputation. Huh, your reputation? Your order has already lost the support of the Cardinal Mother for interfering with the Nauts. And here you are again involved in their business. You're putting nails in your own coffin, Johannes. Huh. I didn't see it from that angle. Well, I'm going back to San Mateus. I leave you this savage. Have fun. And happy hunting. Let's free this poor man quickly. Petrus hat wieder mal wahre Worte gesprochen. So, Freiheit. May the grass be forever soft under your feet, Renaixe. I thought I was dead. He would have killed me, even if I had spoken. You're probably right. Do you think you can answer us? We also have questions to ask you. You saved me. I owe you answers. But first, I have to go back to my village. I need to heal. Meet me in Wenchevalier later on. Kein Problem, da treffen wir uns im Dorf. Das Dorf ist hier unten. Ja, hier waren wir schon mal. Das war das mit diesem Pärchen, ne? Genau, das war das Pärchen, das dann hier sich getroffen hat. Dann ist die Nacht hereingebrochen und dann wurden sie von den Bestien leider getötet. Und nun sind wir wieder hier. Aber auf andere Missionen. Ich laufe jetzt einfach mal in irgendeine Richtung. Richtung Süden klingt das mal gut. Muss man den Weg entlang kommen. Gehen wir einfach mal hier weiter. Oben war zwar jemand, aber ich habe ihn mal gelassen. Jetzt geht's einfach mal direkt weiter zum Dorf. Mit einem Namen, das man nicht immer so einfach aussprechen kann. Und ihr wollt unbedingt kämpfen? Die schießen wieder so gemein und hinterhältig. Gut, mache ich ja auch, aber... Ich darf das. So, macht man noch jemanden Entscheidenden? Ach, es war schon ich, gut. Ich mach den Entscheidenden. Plündern, plündern.
plündern. Und verfehlen. Das gehört auch schon langsam, ist schon langsam Tradition. Also bei einem immer verfehlen. Und meist auch noch der Letzte. Ist ja noch ein paar. Rose. Schwebt der dort in der Luft? Seht ihr den dort oben? Dort, so neben dem Hut? Für mich sieht das so aus, als würde er in der Luft schweben. Also, baumtechnisch ist dort nichts. Also vielleicht seht ihr einen Baum, der jetzt so nah wäre, dass man sagen kann, er hängt an dem Baum, aber aus meiner Sicht hängt er mitten in der Luft. Also wenn ihr das anders seht, schreibt das gerne in die Kommentare, falls ihr da irgendwas anders seht, was ich hier übersehe, aber der ist in der Luft. Kann ich hier einen heimtückischen Angriff machen? Schleichen, schleichen. Schleichangriff. Ich habe ein Fledervieh mit einem Schleichangriff kalt gemacht und die haben es nicht mitgekriegt. Oder dem Großen nicht gehen? Weil der Große dann doch ein bisschen zu stark ist, um von einem Schleichangriff zu sterben. Aber dafür habe ich einen enormen Schaden zugefügt. Aber der erste war gut. Einfach mal ein Schleichangriff und weg war er. Weg war er. Aber wir wollten ja ins Dorf. Das ist unser Ziel, das Dorf. Denn wir suchen ja immer noch Alba, Clara oder wie auch immer sie heißt. You are the ones who saved me from Saul Lasser. Oh, I am so grateful to you. Oh, I owe you so much. But you wanted to ask me questions? Was hat er für einen Beruf? Mach mal erstmal was Persönliches. Do you offer services as a guide? Sometimes I take Renaigse to a good fishing place. They give me beautiful objects in exchange. But right now we have to be careful. There have been accidents with the Tenlands. Did you want anything else? Und jetzt mal nach Alba fragen. Jetzt fragen wir nach Alba, wo sie Clara heißt. We're looking for a Nord girl. The same one that the Inquisitor is looking for. But I promised Alba to say nothing. I would really like to help you, but... And you risked your own life keeping your promise. But Alba is in a very delicate situation. If we do not find her first, others will track her down. And they will kill her without letting her defend herself. So she was right to be afraid, that poor girl. She came here saying she was being chased. I led her into the forest nearby to a cave where she could hide. If you have one of your notes, I'll show you where she is. Thank you. Did you want anything else? I must go. Goodbye. Da bin ich mal gespannt, was er mir jetzt auf Karte gezeigt hat. Was für ein Zufall. Sie versteckt sich also in der düsteren Höhle. In der düsteren Höhle, in dem ich dieses Pärchen gefunden habe. Tot. Okay. Aber ich habe ja dort den großen Weisen besiegt. Und deswegen ist die Höhle wieder sicher. Das ist mein Verdienst. Und jetzt gehen wir wieder dorthin. Ein Reittier wäre hier schon von Vorteil. Jetzt habe ich es auch noch wieder verfehlt hier. Ich will das mitnehmen. Jetzt gehen wir einfach hier wieder quer durch. Wald am Wasser. Gibt es bestimmt auch gleich wieder ein paar Gegner. Oder auch nicht. Ach, hier haben wir wieder. Fleder, Fleder, Fleder. Fleder, Fleder, Fleder. Fleder, Fleder, Fleder. Ah, da ist ja noch einer. Der kam von oben. Das ist so, wenn die fliegen können, dann können die auch von oben kommen.
Alle erwischt. Oh, der Schleichangriff, der ist schon praktisch. Also ihr müsst eigentlich bloß schleichen. Ich habe es eben vergessen, aber den lasse ich jetzt einfach. Er hat jetzt wahrscheinlich das ultra seltene Item. Zwischen wieder die Soldaten, die Ganoven. Lalalalalalalala. Tschüss. Du siehst mich nicht? Ihr habt ihn nicht schreien gehört? Nein, es war ein leiser Schrei. Ups. Habt ihr das etwa mitbekommen? Oh, das finde ich aber schade. Es hat euch aber nichts genützt. Mein Inventar ist, gut, es ist immer noch ausreichend. Jetzt sollte ich ja so langsam in die Richtung kommen, in der die Höhle ist. Sollte ja irgendwo hier drüben sein. Ein Stück hier lang. Oh, hier ist wieder was. Wen haben wir denn hier so Schönes? Einer, der nicht mehr da ist, und noch einer, der nicht mehr da ist, und dann tun wir den noch weg, dann ist der auch nicht mehr da. Und jetzt sind alle nicht mehr da. Ich muss ehrlich sein, ich habe jetzt gerade nicht gesehen, wie viele Gegner es wirklich waren. Ich habe einfach bloß geschossen. Irgendwas werde ich schon treffen. Das ist der Vorteil, man muss mit der Magie nicht anvisieren. So, wir sollen in die Höhle. Die müsste jetzt ja hier. Da ist er wieder. Wir gehen wieder einmal in die düstere Höhle. This is the cave that the tortured survivor told us about. I can't say that I have a good memory of this place. Aber wenigstens erinnert sich der Sadi daran, dass wir hier schon mal waren und hier die Toten gefunden haben. Also das ist gut durchdacht. Ob es jetzt auch wieder irgendwelche Tenlen gibt? Hier nicht. In die andere Richtung laufen. Lasst mich durch, lasst mich durch. Natürlich gibt es hier was. Was machst du hier? Ich habe mich erstmal ein bisschen durchgemogelt. Denn wäre ich zurückgegangen, wäre vielleicht der Angriff unterbrochen worden. Und das wollte ich jetzt auch nicht. Der ist stark, ne, der Große? Aber weg ist er trotzdem. Er ist nicht stark genug. Die liegen also immer noch da. Wir sind hier immer noch in der Höhle. Und jetzt schauen wir mal. Folge Albers Spur. Hier gibt es eine Spur. Ich habe jetzt ja keine Spur gelesen, gefunden. Ich laufe hier einfach durch. Vielleicht sehe ich ja doch mal irgendwo was. This small camp must belong to the young woman we're looking for. Okay, könnte sie hier irgendwo sein? Treppe hoch? Na, Treppe. Leiter. Ich mit meiner Treppe. Das ist eine Leiter. Und was haben wir hier oben? Ja, zumindest schon mal ein Versteck. In dem ich auch schon mal war und habe die Kiste geöffnet. Hier ist aber niemand weiter. Und ich bin gerade einfach runtergefallen. Okay. Warum auch die Leiter nehmen, wenn man fallen kann? No, you will not get me. I will not go back to the convent. Wehr dich doch mal nicht. Stop! You have won! Finish me. I still prefer to die than to return to my father. I'm starting to have doubts about our mission, my child. This girl is sincere. Soll ich sie töten oder soll ich sie leben lassen? Wir lassen sie leben. We do not intend to kill you, let alone take you back to your father. So then why are you here?
We know you betrayed the Nauts who took you in. You stole documents from your captain to sell them to the highest bidder. And we're here to pick them up. What? I never did such a thing. The Nauts are the family I chose. I would never betray them. There's no point in denying it. We found the dead drop that you used. We confirmed that you were negotiating to sell secrets. And Captain Reuben, who already suspected you, reported the theft of his book just as you were leaving town. But all of this is false. I don't even know what a dead drop is. And if I fled, it was to escape you. Escape us? If you were not the spy, that makes no sense. You better tell us what happened. Some time ago, Captain Reuben told me that he had been informed that my father had gone to Tirfredi. It worried me. I knew my father would do anything to bring me back. Then, in New Serene, my colleagues told me that the Legate was looking for me. I was scared. I told the captain, who told me that I would find a ship in San Mateus to leave the island. But there were none. I saw my father at the tavern with one of his inquisitors, and I realized that my only chance was to flee deeper inland. A native helped me find this cave, and there you have it. I can't believe it. And yet, the captain used us and this young woman with manipulative skills worthy of a cardinal. Probably to hide the fact that he himself is the spy. We've been duped. We must return to New Serene as soon as possible and warn the Admiral before it's too late. And what will become of me? You will come with us. We will protect you. We'll need your testimony. Das läuft. Es hat sich nun herausgestellt, dass sie gar keine Spionin ist, sondern dass wir hier einfach völlig reingelegt wurden. Und der Captain Reuben wohl selber der Spion ist, der die Unterlagen verkauft, um an Geld zu kommen. Das ist hier wirklich ein Frechdachs. Und da müssen wir jetzt mal ganz, ganz, ganz schnell wieder zurück. Mal sehen, ob uns jetzt noch eine Falle gestellt wird. Der beste Weg zurück ist jetzt wahrscheinlich ein Lager aufzusuchen oder halt den Reisepunkt hier oben zu nehmen. Mal sehen, was ich mache. Was würdet ihr machen in dieser Situation? Zum Lager oder zum Reisepunkt? Also ich nehme das Lager. Da ist Feuer, da ist warm. Man kann Fleisch braten. Wir wollen nach Neu-Serene. So, da wollen wir hin, Hafenviertel. Möge die Reise beginnen. Wir sind auf der Durchreise, tschüss. Gleich sind wir da. Und wir haben Alba bzw. Clara dabei. Ja, setz dich erstmal wieder hin, damit du nicht umfallen kannst vor Schreck. Desarde, what can I do for you? Our investigation is well underway, but the culprit is not who we thought. What do you mean? We found Alba, but she was innocent. In fact, her captain used us and her father to scare her. It's because of us that she fled. She never stole documents or tried to sell your secrets. So, are you saying that the culprit is Reuben? If this were not the case, why make up this story against Alba and use us like that? I can't believe it. And to think that I believed his lies. However, he is a captain. I cannot condemn him without solid proof. And we have to find out who he was selling his journal to. Ask his crew, but stay discreet. It should not arouse suspicions. Anything else? I need to be going. Until we meet again, Admiral. Jetzt müssen wir nur noch handfeste Beweise finden, um den Captain Reuben festzunageln. Ist ja klar, jetzt gibt es zwar eine Zeugin, aber dem Captain es einfach zur Last zu legen, ist dann nicht so einfach, ohne jetzt irgendwelche Beweise zu haben. Und ob wir die Beweise finden werden, das seht ihr in der nächsten Folge.
Und bis dahin mögen die Hörner stets nach oben ragen.